dieses Land ist wirklich atemberaubend schön. Malerische Landschaften, großartige Eindrücke und tolle Erfahrungen. In nur 10 kurzen Tagen habe ich so viele unglaublich tolle Sachen erlebt, die mein Leben für immer bereichern werden. Spektakuläre Bauwerke, großartige Städte und Sehenswürdigkeiten. Willkommen in Frankreich. Das ist unser Touran, hat mittlerweile 80.000 Kilometer runter. Und mit dem fahren wir jetzt nach Frankreich. Let's go! In Ancour, in der Normandie. Mensch, war das eine lange Fahrt heute. Aber die Hauptsache ist, wir haben es gut und sicher hergeschafft. Hinter uns sieht man unser erstes von insgesamt 4 Airbnbs, die wir hier in Frankreich haben werden. Die nächsten 5 Nächte werden wir hier sein. Ich finde, zumindest äußerlich haben wir es ziemlich gut erwischt heute. Bin gespannt, wie die Betten sind, denn ich bin so müde, denn der Tag hat so früh begonnen. Und deshalb starten wir jetzt mit der Roomtour. Ladies first, bitte. So, also das scheint hier Wohnzimmer/Küche zu sein, ne? Hier ein Zimmer. Du stehst im Weg, mein Kind. Ja, aber ich will ein Foto machen. Ja, das ist schön. Ich guck schon mal weiter. Ach, das ist schön gemütlich. Mach da die Fotos gleich, wenn du Hunger hast. Hier ist Seife. Warte, was ist da? Hier ist eine Seife. Da auch Klammer. Hier, das ist die andere Tür, die du noch aufgeht. Hier, man darf aufs Klo gehen. Also hier kann man aufziehen, aber ich weiß nicht, ob die aufgeht. Ich mach. Schiebetür. Oh, das sieht man noch ein Zimmer aus. Oh, ich hab ein Einzelzimmer. Ja, hier kann man Tilda schlafen. Hier ist Oh, und ein Fenster. Mit Fenster zum Bad, das ist interessant. Und hier sind Bücher. Das heißt, wenn wir nachts pupsen. Da ist ja nicht die Toilette. Hast du recht, hast du Glück gehabt. Sonst hättest du immer Pupsgeruch gekriegt. Da ist eine Toilette, da ist die Dusche. Nee, da ist die Dusche. Ja, schön, ich glaube, das war's, ne? Ich find's schön. Nach der ersten erholsamen Nacht ging es direkt an den Strand. Denn wir wollten unbedingt ins Wasser. Mensch, wie cool. Komm, suchen wir uns mal einen Platz da oben. Viel reizvoller waren aber diese unglaublich imposanten Steilküsten. Ach, willkommen am Strand von Dieppe. Ob sie den schafft. Ja, hier ist hier irgendwas doch zu schwer gewesen. Ja, habe ich fast befürchtet. Ich glaube, ich schaffe den auch nicht mehr gut. So, was meint ihr, was haben wir für einen Strand? Ein Sandstrand. Ein Sandstrand? Sandstrand. Bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so sicher, weil da sind ja so viele Steilküsten, ne? Ein Steinstrand. Ja, ich glaube auch, es ist ein Steinstrand, eher. Ja. Aber ich mag nicht so gerne Steinstrand. Nee, ich auch nicht. Das kann man sich ja schlecht aussuchen. Ne? Papa, du musst auf die Kamera aufpassen. Ja, ich muss auf die Kamera aufpassen, aber das solltest du gar nicht sagen. Auch die folgenden Tage wollten wir unbedingt zur Erkundung der Küsten nutzen.
das hier, oder? Ich würde sagen, wir rennen da gleich mal oben rauf, oder? Da oben? Ja, guck mal hier. Aber nicht zu dicht, genau. Hier geht es direkt runter. Hier geht es direkt runter, nicht zu weit. Ja, hallo Papa. Ja, warm. Hast du ein bisschen geschwitzt? Wieso, siehst du da was? Ja, ein bisschen sehr nass. Echt? Heute sind wir im Petit Coup. Das ist ein kleines Stück weiter nördlich als der, wo wir gestern waren. Und auch hier werden wir heute mal den Tag genießen. Und, wie findest du es? Wie bitte was? Wie finde ich dich? Wie du mich findest, ja, ist auch gut. Wie findest du mich? Ah, ja. Ja, ja, okay. Und wie findest du sonst hier? Sehr schön. Ja. Cool. Jetzt sind wir unten am Wasser, ne? So schnell geht's. Ich zieh meine Schuhe aus. Ich zieh meine Schuhe auch aus. Aber Füße ausziehen wäre nicht so gut. Das ist ja super kalt. Ja, wir sind krank. Meinst du? Ja. Da waren wir drauf. Da oben waren wir drauf, ja. Gehen wir so halb über den Abgrund. Anstrengend, aber schöner Tag. So, jetzt dreh ich euch! Tina! Sag, ist das Spielfeld zu Ende? Rausgegangen. Bis morgen. Heute sind wir in Le Tréport. So krass, was wir hier für ein Naturschauspiel haben durch diese Klippen, ne? Jede einzelne Stadt hier am Meer. Stimmt. Und hier sind die Häuser noch nicht. Hier ist cool, ne, mit den Häusern. Das war woanders jetzt nicht. Obwohl es da vorne genau echt grau und hässlich war. Ja, hier ist es echt cool. Und dann kam diese großartige Köperie. Bonjour. Ein Restaurant, geführt von einem super sympathischen Ehepaar. Das besondere Highlight hier waren aber die vielen, vielen Katzen im Gastraum, die adoptiert werden können. Das sind eine Katze, ne? Sie gucken jetzt, ne, ob sie irgendwie Platz für uns hinkriegen. Das ist ja voll nett. Voll gut. Oh, da ist eine unter dem Tisch. Überall Katzen, voll gut. Bienvenue, première fois venir chez nous, peut-être? Nous sommes allemands. You speak English, my yeah, name? Yeah, we speak English. I speak English a little, but yeah. Okay. All right, so welcome. In the restaurant, two things to know. One thing, all the food is from farms around the restaurants. Like the drink, we have not Coca-Cola, for example, we have Coca-Cola from Normandy, whiskey from Normandy, all the things are from Normandy. Okay. In restaurants, we have cats, there is all lovely cats, but be careful, come on. Allez-y, rentrez, je vous en prie. So this is Naya. Naya. This is Bach. Hey. He has one eyes of it. This is Simba. She's a grandmother cat. 16 years. Oh, and she's 16. Grumpy. Yeah, yeah. She's afraid about other cats. This is Aaron.
on the table. This is Felix on the sofa. This is Enzo behind the window. Yeah. There is a lot of cats. They are all here in photograph. 12 cats. Certains are shy cats, and their house here. And they come. All the cats who have been adopted in 2 years. Cool. In the restaurant, so 3 cats in 2 weeks adopted. Yeah. You know, adopted. People came. So great. Yeah. In a few days. Yeah. Your table for you. And all the drinks are here. Donc, comment. Voilà. Hey, what is this doing? Ein wahrer Traum für jeden Katzenliebhaber. Und dann ging es nochmal an den Strand. Wir sind heute in Breton. Ziel war es heute mal Sandstrand, Dünen und bei viel Glück auch Robben zu sehen. Ja, mit dem Sand. Ja, habt ihr Muscheln? Zeig mal her. Zeig mal. Wow. Ups. Cool. Aber reicht ein Dachsam, oder? Ja? Cool. Hi. Hi. Das mit dem Sandstrand hat geklappt. Die Robben war fast klar, dass wir das nicht hinkriegen. Aber vielleicht haben wir ja noch Glück. Und mit den Dünen. Ja, es sind halt Steindünen. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Wir sind dafür diesmal keine Steilküsten. Und das war aber auch so gewollt. Ja. Ich hab mich ein bisschen weit reingekniet. Ist doll nass? Es geht. So schlimm. Ja. Warum nass so schlimmer? Ja, dann haben wir ja Glück. Und damit haben wir die Normandie zunächst hinter uns gelassen. Und uns auf den Weg in die Bretagne gemacht. Denn auch hier ist es atemberaubend schön. Du hast gesagt, sieht nicht so besonders aus, ja? Ja. Es sieht nur ein bisschen besonders. Ja, meine Sandburgen sind auch nicht besonders. Doch. Du baust nie eine Sandburg. Ach so, wenn du dann eine baust, dann ist es besonders. Stimmt. Mont Saint-Michel stehen überall in Frankreich rum. Absolut imposant. Saint-Malo ist eine besondere Stadt. Mit tollen Ausblicken auf das Meer. Die Küstenlandschaft ist einzigartig und lädt sofort zum Baden ein. Es ist so krass mit der Flut. Hier war gerade überall noch Strand und jetzt ist so gut wie alles weg. Bei Ebbe ist es möglich, die kleine Insel zu erkunden. Leider waren wir dafür etwas zu spät dran. Es war aber genauso cool, alles im Meer versinken zu sehen.
Die Stadt war früher eine Piratenstadt. Davon zeugen noch heute die beeindruckenden Festungsmauern, die die eigentliche Stadt im Innern schützen. Es ist möglich, auf ihnen einmal um die ganze Stadt zu laufen. Und wenn du die Menschenmassen im Innern der Stadt erträgst, ist es auch dort ein wirkliches Erlebnis, durch die Gassen zu laufen. Was gibt es hier zu sehen? Menschen. Der Tag verging, wie überall, viel zu schnell. Aber man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Also Papa, wenn wir ins Disneyland gehen. Du bist schon wieder beim Disneyland, okay. Ja, dann, wenn es das gibt, also ich habe ja schon, es gibt da ja auf jeden Fall eine Lieblingsachterbahn. Wenn ich dir mitfahren darf, machst du mit mir, bitte. Und schauen wir mal, wie schlimm die ist. Wasserbahn auch. Wasserbahn ist fändig. Absolutes Schnäppchen mit den Preisen zum Parken. Aber was tun wir nicht alles für euch, ne? Wir sind drin. Wo ist er denn? Wir flitzen einfach los, ne? Einfach ohne dich flitzen sie los. Paris. Mal hoch. Das sind wir drunter, ne? Das geht aber tief runter, wenn man da drunter ist. Ja, das stimmt. Deswegen ist das so eine hohe Mauer, dass man da nicht runter springt. Hey, ihr beiden. Interessiert euch die Aussicht nicht so? Echt jetzt? Yes. Ihr seid auf dem Eiffelturm und esst lieber, anstatt runter zu gucken oder hoch zu gucken. Ja, eben das Seine. Dieser Urlaub war wunderschön und wird unvergesslich sein. Und ich bin so glücklich, ihn mit diesem Video dokumentiert zu haben. So, jetzt gucken wir mal nach links, bitte. Arc de Triomphe. Und das ist die Champs-Élysées, auf der wir sind, ne? Das Leben ist schön. Und es ist noch schöner, es gemeinsam mit geliebten Menschen zu verbringen. Und, ist gut oder auch nicht so gut? Ja. Was hat angefangen? Zum Abschluss ging es noch einmal in die Normandie. Es hätte nicht viel besser enden können. Super windig und super kalt. Also ich gehe nicht baden. Und, gehst du noch rein? Auf jeden Fall gehe ich noch ins Wasser. Ja? Kennst du mich doch. Ja, nichts, nichts würde mich davon aufhalten. Was ist denn los? Eine Krabbenschere. Wolltest du noch mal Meeresfrüchte wie fährst? Ich hab schon hast mal die Wurstbeine. Hast du jetzt gemacht? Essen? Ja, wir haben Jan. Mathilde. Ja, auch da. Ah! Ah! Ah!
Ich war nein, die Blätter weg! Mama, mach das weg! Sofort! Meine Wette ist, dass die Flut genau bis hier geht, bis zu dieser Kante. Das heißt, ich sitze hier eigentlich sicher. Ob das so ist, wissen wir jetzt raus. Ja! Hab ich wohl nicht recht gehabt. Verschwört! Ganz schönes Bauwerk! Okay, ich wäre offiziell untergegangen. Hier, schön die Suppe, der Beweis. Wette verloren.